Hallo Leute und willkommen zurück bei Millennia, dem Demo. In der letzten Folge haben wir die ersten Schritte hier gemacht. Wir entdecken ja gemeinsam dieses Game und ich bin gespannt, wohin uns das Ganze hier noch führen wird. Ich frage mich gerade, wo sieht man denn die Rundenanzahl hier unten? End of Turn. Aha, hier oben. Schaut mal, wir sind gerade mal in der vierten Runde ein bisschen rumgemuddelt, sag ich mal. Auf gut 60. Aber okay. Es wird bestimmt auch wieder schneller gehen. Hoffentlich schaffen wir die 60 Runden überhaupt in der vorgegebenen Zeit. Also, das. Ich weiß gar nicht, ob das Demo dann nach dem 12. noch spielbar ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es nur bis zum 12. Februar spielbar ist. Aber Gott, wir müssen Gas geben, Leute. Ja. Stress pur. Nahrung wird erklärt. Ja, unsere Leute brauchen Nahrung, das ist uns klar. Wenn sie nicht genügend Nahrung haben, leiden sie Hunger. Wenn sie mehr als genug Nahrung haben, wächst die Bevölkerung, ist auch klar. Und je größer, ja gut, ist auch klar, je größer halt das Plus an Nahrung ist, umso schneller wächst die Bevölkerung. Dann erklären die halt noch, dass man Farmen oder halt Jägerlager bauen soll, um das halt alles zu beschleunigen. Kulturpower wird uns hier auch nochmal erklärt. Great Town. Das wäre jetzt vielleicht mal interessant, weil uns war ja nicht ganz klar, was ist denn der Unterschied zwischen den Siedler und einer Stadt. Aha, also wenn das hier sich gefüllt hat, bekommt man irgendeinen Effekt. Also man kann, wie kann man hier dann noch übers Maximum ansparen an Kultur? Das muss man mal herausfinden. Wenn wir das zum ersten Mal spielen, sollten wir als allererstes eine Stadt halt kreieren oder erstellen. Okay, also das scheint sowas wie eine Stadt in der Stadt zu sein, die man da reinbauen kann. Man kann es halt nur in seinem eigenen Territorium bauen. Ah, okay. Und es ist dafür halt auch unter anderem gedacht, dass man die Grenzen halt, dass sich die Grenzen dann von dort aus schneller erweitern. Beziehungsweise man kassiert die Grenzen. Ja, wir testen das einfach mal. Okay, war's das? Ja. Hier oben steht die Kultur 8 von 8. Ja, und wenn wir jetzt draufklicken, was kostet das denn, die Stadt zu bauen? 8 oder was? Ich sehe es gar nicht, was das kostet, Leute. Eureka. Ah, damit kann man 5 Wissenschaft kreieren. Das ist aber auch cool. Umso schneller kann man halt voranschreiten. Wie viel brauchen wir denn hier noch Wissenschaft? 11 kostet's und brauchen bloß noch 2 Runden. Das könnte man mit einmal holen, aber das Spiel sagt, wir sollen halt zuallererst eine Stadt in unserem Territorium gründen. Und da frage ich mich aber, in welche Richtung sollten wir uns denn ausbreiten? Vielleicht hier in Richtung Baumwolle? Wäre nicht schlecht. Dass wir die Stadt hier auf das Scrubland setzen. Testen das einfach mal, Leute, kommt. Aber das machen wir nächste Runde, weil ich will wissen, ob man hier mehr als 8 ansparen kann. So ist der Plan. Wieder zumachen. Unsere Einheiten müssen sich bewegen.
hat man auf Hügeln eine bessere Aussicht. Werden wir gleich mal sehen. So haben wir ja 1 Aussicht und auf Hügeln hat man keine bessere Aussicht. Oh je. Schaut mir das schon der nächste Gegner. Grüne Grenze. Das scheint ein großer Gegner zu sein, oder? Ja, wir werden sehen. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja auch noch einen Scout geholt und da wollten wir das hier probieren. Landmark irgendwie discovern. Können wir jetzt machen, oder wie? Ja. Ich klicke mal drauf. Was passiert? Wir erforschen diese. Ja. Dieses Landzeichen. Dieses Merkmal. Habe immer noch nicht die richtige Übersetzung da irgendwie im Kopf. Wir bekommen 5 Erforschungspunkte, also keine Wissenschaftspunkte, sondern halt, ja, Erforschungspunkte, Aufdeckpunkte, Exploration halt. Ihr wisst schon. Und bekommen hier 10 Kampfpunkte dazu. Das ist neu, oder? Wir haben noch keine. Ach nee, oder meinen die XP? Naja, wir werden sehen. Wir können auch gar nichts auswählen, wir können da nur draufklicken. Ja, das ist die Erfahrungspunkte. Der Scout bekommt die Erfahrungspunkte. Und jetzt haben wir die 5 Exploration Points dazu bekommen. Und ihr seht, jetzt ist hier unser Symbol. Tropischer Regenwald. Super. Ja, wir wollen das jetzt noch nicht benutzen. Oh, müssen wir das jetzt ausgeben oder können wir die Runde trotzdem beenden? Wir dürfen gespannt sein. Was passiert? Nö, es läuft weiter. Wir können beenden. 8 von 8. Mal gucken. Da ist irgendjemand raus marschiert. 10 von 8. Ah, okay. Also man kann weiter einsparen. Sehr schön. Ui, das ist aber noch schon eine Armee hier. Das sind zwei Nahkämpfer. Können wir jetzt mit denen in Kontakt treten? Oder müssen wir erst den ihre Stadt entdecken? Kann natürlich auch sein. Ach so, Schwierigkeitsgrad wollte ich ja eigentlich nachgucken, Leute, nur was wir hier ausgewählt hatten. Wir haben ja überhaupt nichts verändert. Wir sind einfach reingestartet, weil wir es nicht erwarten konnten. Aber ich denke mir, das wird ein normaler Schwierigkeitsgrad sein. Muss ich unbedingt mir mal aufschreiben. Ich vergesse das sonst jedes Mal wieder. Mann, Mann, Mann. Schwierig. Grad? Fragezeichen, aber ich gehe davon aus, dass es normal ist. Ist ja meistens bei den meisten Spielen so eingestellt, wenn man dann nicht dran rumfuscht, dass es auf normal halt ist. Wir konnten jetzt nicht weiterschauen auf Hügeln. Finde ich ein bisschen schade. Diese Mechanik finde ich eigentlich ganz gut. Gibt es ja in dem einen oder anderen Game. Oh, was denn hier? Scheint irgendwas zu existieren. Ja, müssen wir mal gucken. Ach, ein Steinbruch kann man da bauen. Marble. Scheint irgendein Stein zu sein. Keine Ahnung, was das übersetzt heißt. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Unserem Scout. Ja, der ist richtig schön schnell unterwegs. Aber der kann wohl gar nicht durch Wald marschieren. Oh, hier drüben ist wieder so ein Stammesdorf. Da schießen wir hin. Was ist denn das hier? Promoto Leader. Den können wir zum Anführer machen. Der gibt dann taktische Stats oder Buffs. Wissen wir nicht, wie das funktioniert, aber was wir jetzt hier austesten werden, ist diese Stadt zu kreieren. So, und jetzt hier draußen kann man sie nicht hinbauen. Aber doch, man kann sie draußen hinbauen. Aha, sie muss aber an der Grenze sein. Okay. Ja, dann setzen wir die doch hier hin. Dann müsste sich das ja in die Richtung ausbreiten, oder? Ja, wir probieren es einfach. Los, kommt. Nö.
Ich dachte, dann würde es sich so ausbreiten. Automatisch gleich. Colditz. Was sind das für Städtenamen? Ehrlich. Stuttgart. Okay, ja, nee, trotzdem, nee. Müssen doch irgendwelche Uraltstädte sein. Ihr könnt mir denn erzählen, dass 10.000 vor Christus es schon Stuttgart gab. So alt ist Stuttgart nun auch nicht. Aber gut, was gab es da für deutsche Städte? Ich glaube gar keine. Ich glaube, da gab es keine Städte. Höchstens irgendwelche Dörfer, die vielleicht gar keinen Namen hatten. Ja, dann hat man das mal probiert. Ach, okay. Das steigt dann die Kosten für die nächste Kultursache. Also es verdoppelt sich. Die erste kam 8, jetzt das nächste kostet 16. Ups, wollte ich das? Nö, eigentlich nicht. Einer ist im Wald und einer ist im Grasland. Sender. Die Produktion ist okay, aber ich fürchte, die Produktion ist einfach nur okay, weil wir halt ja die Deutschen sind. Da kriegen wir ja extra Produktion dazu. Die warten das ja mit diesen Schaufeln. Können wir da schon irgendwas bauen? Oh, das ist alles so teuer. 6 Hunting Camp. Der rechten Maustaste kommt man da dort rein und steht aber jetzt nicht da, was es macht. Ich glaube, es frachtet Fleisch, aber bringt das auch Produktion? Finde ich ein bisschen komisch, dass es hier nicht dasteht, was es bringt. Oh, warte, hier gab es doch auch so einen, genau, Produktionshelfer. Steht das da? Ja. Einmal Fleisch bringt 3 Nahrung. Ja, die Hunting Camps sind schon nicht schlecht. Aber wieso gibt es hier 2 verschiedene? Das bringt Nahrung und Knochen. Ja, müssen wir austesten. Das bringt nur Fleisch. Wahrscheinlich kommt es darauf an, wo man es draufsetzt. Auf welche Ressource. Der Forester, der bringt halt Produktion und diese Baumstämme. Hier, die Loks. Eigentlich braucht man mehr von den Schaufeln. Jetzt haben wir die andere Nation getroffen, Indien. Diplomatie. Ja, das schauen wir uns jetzt gleich direkt an. Oh, wartet mal. Ja, Hauptnation. Nee, Minor Nation, wartet mal. Das sind die Neben. Also da scheint es noch irgendwelche Nebenstädte zu geben. Da müssen wir einen Envoy hinschicken. Irgendeine Einheit. Also keine Kampfeinheit. Ich würde es so wie eine Botschaft übersetzen oder Gesandten. Einen Gesandten. Ja, jetzt wird der Kampf erklärt. Da bin ich echt gespannt, wie das ausschaut mit dem Kampf. Aber das sehen wir dann alles. Also solche Sachen in der Theorie durchzulesen, bei komplexen Sachen okay, aber bei so, ja, das Kämpfen kriegen wir doch hin, oder? Jetzt werden wir sehen, wie man die Einheiten dann positioniert und so weiter und so fort. Wird schon. Wir haben ja auch noch keine Barbaren getroffen. Also ich würde jetzt ungern einen Krieg gegen Indien anfangen. Einfach nur, damit wir uns mal den Kampf angucken können. Aber Barbaren werden schon noch kommen. Jetzt könnten wir hier sagen, wir holen uns hier noch mehr Krieger. Aber will ich jetzt eigentlich nicht. Wir sparen hier die Punkte auf. Die neue Stadt. Oder beziehungsweise den Siedler, der war da auch schweineteuer. Genau, 30 kostet der von diesen Regierungspunkten. Das ist schon ordentlich. Marble, das ist einfach nur Stein, würde ich sagen. Aber
Ja, wie auch immer, ja, kann man jedenfalls einen Steinbruch hinbauen. Da ist auch die Welt zu Ende. Also, Gebirge und so. Welt ist natürlich nicht zu Ende da unten. Ach, wir haben das erforscht. Ich habe mich gerade gewundert, warum bekommen wir jetzt hier in den Bogenschützen rein? Was machen wir mit den Bogenschützen? Alleine würde ich den ungern rumrennen lassen. Eigentlich sollte der sich. Komm, wir ziehen den hier unten zu unserer Armee. Der ist auch bedeutend kampfschwächer. Schaut euch das mal an. Die sind ja 17 stark. Der ist 12 stark nur. Oh, die haben schon ein Improvement gebaut. Hier eine Verbesserung. Die Saftnasen. Aber wir holen uns hier dieses Stammesdorf. Auf geht's. Warfare, also 10 Kampfpunkte oder 10 Government-Punkte, also Regierungspunkte. Wir nehmen die Regierungspunkte wegen Siedler und so. Und hier oben. Oh! Ein Barbarencamp. Ja, da sind sie doch. Dieser Scout hat 14 Angriffsstärke. Ist auch nicht so prall. Und wir müssen eine neue Technologie uns auswählen. Beziehungsweise uns wird erstmal erklärt, dass wir eine Technologie erforscht haben. Die Verteidigungstechnologie. Super. Was gönnen wir uns noch? Scouting hat man eher gesagt, nö, hier kriegen wir diese Schaufeln. Workers. Ich glaube, wir holen uns die Workers. Die Schaufeln sind wichtig. Ohne Schaufel hast du verloren. Jetzt könnten wir so ein Hunting-Camp bauen. Wir testen das mal. Hunting-Camp. Hä? Wir können sogar hier einfach ein Hunting-Camp einbauen. Ich dachte, man braucht da eine Ressource dafür. Es bringt halt nur einen Knochen mehr, aber ich denke auch Fleisch. Ich bin verwirrt. Es müsste auch Fleisch bringen. Wie sind denn jetzt hier überhaupt die Arbeiter verteilt? Also einer im Wald. Ja, das wäre schon nicht schlecht, wenn wir den im Wald lassen. Wir können das Grasland aber halt mit nichts verbessern. Eigentlich bräuchte man eine Verbesserung fürs Grasland. Oder für einen Wald. Da gibt's aber nichts. Also, für einen Wald gibt's halt den Holzfäller. Wenn wir dann hier Fleisch bekommen würden, könnten wir den vom. Kommt, wir testen das einfach mal aus. Was soll's. Normalerweise würde ich auf Produktion gehen, aber ich will das mal mit dem Hunting-Camp jetzt austesten, ob wir das Fleisch hier bekommen. Und dann würde es ja mehr bringen, den Arbeiter hier reinzusetzen, als im Grasland, weil dann hätten wir dreimal Nahrung. Und das Grasland produziert ja nur zweimal Nahrung. Komm, wir testen das jetzt. Ach, und das wird sogar instant fertig. Und seht mal, sofort ist der Arbeiter hier rüber gewackelt. Ja, vom Grasland abgezogen. Hier rein und ihr seht, jetzt wachsen wir schon in 4 Runden. Wenn wir den hier rausnehmen und den da reinstellen, wären es 6 Runden. Ja, ist okay. Und hier oben zeigt es uns jetzt die Güter an. Machen wir sogar noch ein bisschen Gold. Goldmünzen. Münzen. Wir wissen ja nicht, was für eine Währung ist. Könnte doch durchaus sein, dass manche früheren Völker halt auch mit Knochen bezahlt haben. Oh Gott, mit was warten hatten denn gleich irgend so ein südamerikanisches Volk? Ah, mit was warten das? Das war irgendwas Krasses, mit was die bezahlt hatten. Fällt mir das jetzt ein?
ich auch dachte, okay. Waren das Muscheln? Kann das sein, dass sie mit Muscheln bezahlt haben? Muschelschalen? Irgendeine alte, antike Zivilisation hat mit Muschelschalen bezahlt. Fand ich auch krass. Gehst du mal an der Ostsee spazieren, bist du reich. Aber ich glaube, die Azteken oder so waren es nicht. Das, keine Ahnung. Ihr wisst das bestimmt, Schwarmintelligenz und so. Nahrungsproduktion, schön, 175%, wunderbar. Entern, nö, wollen wir nie. Aber wir könnten jetzt, ich dachte, das käme auch 20. Ja, unsere Schaufeln verbessern in unserem Heimatland. Oder wir sparen hierauf, dass wir unsere Wissenschaft verbessern. Also ich finde diese Schaufelproduktion wichtig. Aber wir erforschen ja schon was, was Schaufeln bringt. Deshalb warten wir da mal ab. Warfare, Volunteers. Warband. Das ist einfach so eine Truppe hier. Die würde dann spawnen, kostet aber 25. Brauchen wir im Moment nicht. Haben wir alles? Ich denke schon. Wo sieht man eigentlich? Ach, hier. Hier sieht man, was man in der Stadt baut. Ja, zwei Runden noch. 8250 vor Christus. Hammer. Lang, lang ist's her. 18 Punkte haben wir schon. 30 können wir dann uns einen Siedler gönnen. Das Ding ist halt, ich habe ehrlich gesagt noch gar keinen guten Standort für eine zweite Stadt entdeckt. Hier unten hier mit diesen Steinen, Marble-Zeug. Aber ansonsten gibt es ja eine gute, man könnte ja eine Produktionsstadt hinpflanzen. Aber irgendwo stand ja auch irgendwas mit Außenposten, die kann man ja auch gründen. Ich habe aber keine Ahnung, wie man einen Außenposten gründet. Kann man das mit den Truppen machen? Nö. Kann man das mit einem Scout machen, Außenposten gründen? Nö. Aber hier, das ist halt das Barbarencamp. Ja, schön, dass ihr uns jetzt hier den Weg abschneidet, ihr Knilche. Stammestorf, schön. Also mit dem Scout würde ich da eher ungern angreifen. Sieht man, was die hier drin stehen haben? Oder ist das eine Einheit? Bestimmt. War vor uns jedenfalls noch nicht. Dann geht man es nicht mit denen an. Oh. Da sind Barbaren. Die sind stärker als unser Scout. Ja, wir sind aber schneller, wir verziehen uns. Scouts sollen scouten und nicht kämpfen. So, den Bogenschützen, da hat man gesagt, zusammenziehen. Mit denen hier. Dann könnten wir uns versuchen, die Zeit zu schnappen, oder? Klar. Schaufeln, das dauert eine Weile. Hier bekommen wir ja dann 8 Schaufeln. Oh, schaut mal. Kolditz hat sich ausgebreitet. Ja, Barbaren. Alles gut. Barbaren kommen halt aus diesen Barbarenlagern. Und man bekommt auch irgendeine Belohnung dann, wenn man so ein Barbarenlagerblatt macht. Aha. Und dann gibt es noch irgendwelche einzelnen Barbaren, die leichter zu besiegen sind, also die einfach so rumstehen, denke ich mir. Oh. Und dann gibt es noch irgendwelche Warlords. Was? Attack 22? Das ist aber heftig. Also das scheinen dann härtere Gegner zu sein. Hm. Wir werden sehen. Was ist denn das hier? Undo? Ach so. Ah, den Knopf gibt's hier auch. Mhm. Hm.
Also, wir sind ja Iron Man-Fan. Ich hatte vorhin, bevor ich hier das gestartet hatte, nochmal nachgeschaut, ob es einen Iron Man-Modus gibt. Ich habe es nicht gesehen. Ich hoffe, die implementieren das noch. Aber so ein Button, ey. Ja, okay. Ist okay. Wer es nutzen will, soll es nutzen. Manchmal ist es ja auch wirklich so, dass man sich verklickt hat und die Einheit gar nicht dahin ziehen wollte. Aber es gibt nun mal keine Zeitmaschine, Leute. Schön wäre es. Jeder von uns hat schon mal im Leben einen Fehler gemacht. Hier also implementiert der Zeitmaschinen-Button. Ich sehe ihn ja gar nicht, ehrlich gesagt. Hat es das ja nicht hier unten angezeigt? Der müsste doch hier sein. Wir nutzen ihn nicht, aber eigentlich müsste doch hier sein. Na, egal. Wir haben ja vielleicht noch gar nicht gezogen. Kommt, wir ziehen die Runde und dann entsteht er hier. Ja, da ist er. Wir testen ihn. Ja, er funktioniert. Zusammenziehen. Genau. Zwei sind jetzt zusammen. Oh, ich bin so. Halt! Das wollte ich doch gar nicht. Scheibenkleister. genau. Das, das, das. Einfach nur auf Next wollte ich gehen. Ja, reinziehen. Stammesdorf. Noch eine Armee oder 10 von diesen Kriegspunkten. Also im Moment können wir ja gar nichts anderes als einen Krieger holen. Und der Krieger kam, da kamen doch mehr als 10, oder? Ja, wir holen uns direkt hier so einen Nahkämpfer. Naja, 25. Also dann wäre man ja blöd, wenn man die 10 Warp hernimmt, wenn man so einen ganzen Krieger kriegt. Noch mehr Barbaren. Ach du grüne Neune. Da müssen wir jetzt aufpassen. Umringt von Barbaren hier, der arme Scout. Region ist fertig, das Town Center ist fertig geworden. Bringt uns Regierungspunkte. Was ist denn das hier? Du. Out Kanu. Angriffskanu. Und da kann man Produktion in Dings umwandeln. In Schaufeln. Eins zu fünf, eins zu vier. Also die Umwandlung ist aber nicht besonders. Also aus vier Produktionen würden wir 0,8 Schaufeln bekommen. Nee, nee. Wir bauen ja noch andere Sachen. Wir bauen erstmal noch so einen Dolmen. Dass sich die unsere Grenzen besser aus. Also schneller aus. Dehnen. Ach, die greifen uns an. Hätten wir mal so einen Kampf gesehen hier. Ich würde ganz gerne in die Richtung nochmal gehen. Aha. Dann müssen wir uns aber sputen, dass wir zurückkommen. Wartet mal. Können wir mit denen offene Grenzen vereinbaren? Wo ist denn hier Diplomatie? Hier. Powerscore 90. Unser Powerscore ist 76. Also sind wir uns ein bisschen überlegen. Steht hier die Erklärung dazu? Ist das jetzt nur der militärische Aspekt oder zählt da auch Forschung mit rein? Wissen wir nicht. Wir schlagen denen einfach mal offene Grenzen vor. Und die Nachricht wurde gesendet. Ah, okay. Sie antworten also wahrscheinlich in der nächsten Runde. Es passiert nicht instant. So, hier gibt's Wald. Da kommen wir schlecht durch. Dann lasst uns mal hier oben langlaufen. Ja, und ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ah, das ist Mist hier. Das ist einfach nur Mist. Ja, na klar. Ja. Oh Gott, das könnte es für den Scout gewesen sein, Leute. Von hier und von hier kommen Gegner. Wir holen uns das Wissensding. Oral History, also mündliche Überlieferung. Alt, nein, wenn wir das jetzt holen. Können wir ja den. Warte, man muss schon ganz schön aufpassen mit den Regierungspunkten. Na, dann können wir ja keinen Siedler uns gönnen.
Schwierig, wie ich finde. Aber Wissenschaft ist auch wichtig. Und wie gesagt, wir haben ja erstmal mit den Barbaren zu tun und eine super Stelle für eine Stadt. Habe ich ja auch noch keine gesehen. Vielleicht hier oben, um die Inder ein bisschen einzudämmen. Ach komm, wir machen das. Wir holen uns hier die Wissenschaft. Hups. Umso schneller kriegen wir unsere Schaufeln. Ich weiß, das sind Infrastrukturpunkte, aber Schaufeln klingt besser. Für jeden eine Schaufel. Ah, die haben es abgelehnt. Dann halt nicht. Schaut euch das mal an, wie viele Verbesserungen es dann irgendwann gibt, die man mit Schaufeln kaufen kann oder bauen kann. Schön, schön. Infrastrukturpunkte. Keine Schaufeln. Sadum, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Mir sind's Schaufeln. Auf geht's. Go, go. Oh, er wurde nicht angegriffen. Schön. Dann machen wir, dass du hier wegkommst. Was sind das? Zitronen? Nein, Oliven. Runde beenden, können wir machen. Hä? War da ein Kampf? Wow, das ging aber schnell. So schnell konnte man ja gar nicht gucken. Indien hat da gegen irgendjemand gekämpft. Ach, ein Scout. Die sind angegriffen worden wahrscheinlich. Von den Barbaren hier. Mal wieder zurück, da oben ist auch die Welt zu Ende. Wir haben jetzt das erforscht. Arbeiter. Und wir können hier einen Claypit bauen, also eine Lehmgrube. Und halt diese 8 Schaufeln. Schon cool. Ja, also Scouting, nö. Tribal Elders bringt uns Wissen oder Farming. Plantagen können wir da bauen. Zum Beispiel oder diese Nahrungssache. Brauchen wir nur 2 Runden. Wissenschaft hatten wir uns ja mündliche Überlieferung da geholt. Diese Stammesgesetze oder ja. Ich tendiere zu Farming. Wir holen uns Farming. Runde beenden. Ja. Dann werden wir in dieser Folge sogar noch einen Kampf sehen, Leute. Bin ich wirklich gespannt, wie das Kampfsystem ist, ey. Ich hoffe, es ist gut. Wenn es so ist wie bei Humankind, wäre ich zufrieden. Müssen wir uns mal langsam vorbewegen. Wo sind die Barbaren? Riesengroße weite Flächen gibt es hier. Oh, schaut mal, da ist auch wieder eine Grenze. Und Kultur ist angespart worden. Eine Armee könnten wir jetzt hier raushauen. Wodurch ist das jetzt gekommen? Jurika brauchen wir im Moment jetzt nicht wirklich. Können wir noch so eine Stadt kreieren? Ne, also immer nur eine Stadt pro, sagen wir mal, eine Vorstadt pro Stadt. Ich würde fast zu noch einer Armee tendieren, weil die, mir gibt es ja 2 Barbaren-Nester. Machen wir. Wir holen jetzt hier noch eine Armee und die lassen wir in Stuttgart entstehen.
hier unten gab es ja noch so ein Barbarendorf. Ach, und man kann die auch so gleich bewegen. Das ist doch eine feine Sache. Ja, Zeitalter, das haben wir auch schon verstanden. So halbwegs. So, warte mal, was jetzt hier? Millennia is divided into ages. Ja, also untergliedert in Zeitaltern. Jedes Zeitalter hat unterschiedliche Rules, also unterschiedliche, ja, wie sagt man dazu? Unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Gesetze, unterschiedliche Regeln. Unterschiedliche Regeln. Technologien, Einheiten und Gebäude. Die erste Nation, die ein Zeitalter beendet, setzte Kurs for all other nations. Bestimmt den Kurs aller anderen Nationen? Also, man bekommt dann anscheinend irgendeinen Boni oder was oder wie. Aber nö, man setzt den Kurs für alle anderen Nationen. Ja, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ja, aber Bronzeteil ist halt die einzige Chance jetzt. Also wir haben, können ja nichts anderes auswählen. Holt die Armee mal zurück. Und ihr legt euch um. Jetzt kommt es zum Kampf. Einfach draufziehen, oder? Jetzt bin ich gespannt. Auf geht's, unser erster Kampf. Wie jetzt? Warte mal. Wir können ja gar nichts machen. Okay, das ist ein Autobattler. Okay. Die kloppen sich automatisch und die Grafik sieht. Boah. Also das sieht ja wirklich richtig hässlich aus. Also da hätten sie ein bisschen mehr Dings machen können, Mühe machen können, wenn sie schon so einen Autobattler einbauen hier. Ich bin auch kein Freund von Autobattlern, ehrlich gesagt. Aber was schon mal anscheinend funktioniert, dass die Nahkämpfer vorne stehen und die Fernkämpfer hinten und so. Fernkämpfer hat überhaupt nichts abbekommen. Irgendeinen Bonus bekommt er hier. Grasland, das bringt denen nichts, aber man muss anscheinend haben die hier eine Palisade und dann muss man die Palisade auch klein klopfen. Und man hat gesehen, dass sie irgendwie auch Ausfälle machen mit ihren Leuten. Ja, und jetzt? Was ist das für ein Knopf? Ach, da kann man sich nochmal anzeigen lassen im Detail, wie der Kampf abgelaufen ist, also per Schrift. Oh. Autobattler. Naja, gut. Ja. Ich hoffe, man kann den ausschalten. Jedes Mal. Wichtige Schlachten, okay, aber. Wichtige Schlachten. Jedes Mal hier in so einen Autobattler reingezogen zu werden, weiß ich nicht. Muss ich doch gleich nachgucken, ob man den ausschalten kann. Weil uns zeigt es ja jetzt auch hier an, die Bogenschützen sind noch grün, die haben nichts abgezogen bekommen. Und unser Keulenträger, unsere Warband, hat halt schon ordentlich kassiert. Warte mal, kann man das ausschalten? Combat, den Speed kann man einstellen. Autoplay, Combat, Resultate. Die Resultate. Wartet mal. Das ist ja schon angeklickt. Wir klicken das einfach mal weg. Hallo? Jetzt mal gucken. Die Geschwindigkeit kann man ein bisschen runtersetzen. Und
von diesem Kampfgeschehen da. Da muss ich erstmal eine Übersicht verschaffen. Ich schicke mal auch mit runter zu dem anderen Barbarendorf. Und unser Scout muss scouten. Da oben ist eine Grenze. Yokohama. Können wir mit euch interagieren? Sind die jetzt hier mit im Diplomatiebildschirm drin? Nö. Stadtmilizen 3. Achso, wenn man draufklickt, sieht man das. Palisade. Barbarian Defenders. Mit 10% ist da noch einer drin. Anscheinend. Aha, das sieht man, wenn man draufklickt. Hier ebenfalls. Auch ein Verteidiger anscheinend drin, aber der noch 100% hat. Gut, dann Technologie. Können wir jetzt eine neue auswählen? Genau, die Nahrung hatten wir. Farm können wir jetzt bauen und... Ne, stopp. Also, sowas wie ein Nahrungslager. Dann haben wir... Können wir Farm bauen. Und wir können Plantagen bauen. Plantagen sind wahrscheinlich... Die Sachen, die man halt dann an Ressourcen abbaut, wie diesen Wein. Aber das sehen wir ja bestimmt gleich. So. Scouting hat mir gesagt, nö, Tribal Elders auch nicht. Also ab ins neue Zeitalter. Age of Bronze. Los geht's. Das klickt mal an, das war's. Okay. 7 Runden. Dann haben wir's. Um 32 jetzt? Nein, 24. Also es erhöht sich immer um 8. Also bisher. 8, 16, jetzt 24 bis zum nächsten. Bis zur nächsten Kultursache. Ich frage mich gerade, gibt es irgendwas, wo man dir. Das ist ja auch ganz schön wichtig. Wo man Kultur nach oben bringen kann? Wartet mal, da gibt es ja hier das. Nö. Kultur kann man einfach nicht nach oben bringen. Wahrscheinlich hängt das dann mit den Regierungsformen zusammen. Wenn wir uns das hier anschauen. Nö, gibt's auch keine. Hä, wo? Doch, hier oben, schaut. Kultur plus 2. Mit unserem Stammes. Das Regierungssystem. Schön. Es wird mal Zeit für ein neues Regierungssystem. Würde ich sagen. Runde beenden, machen wir. Aber, Leute, erst in der nächsten Folge. Für die Runde beendet, denn es ist auch schon wieder vorbei, diese Folge. Es macht Spaß, das Spiel. Es hat was. Es ist... Es hat... Es setzt ein paar Unterschiede bei verschiedenen Sachen. Zum Beispiel mit diesen... also das, was wir bisher so festgestellt haben. Mit diesen Zeitaltern, die gibt es zwar auch in vielen anderen, aber hier scheint man dann... Also am Anfang kann man halt nur ins Bronzezeitalter vorangehen, aber dann später kann man sich ja entscheiden, in was für eine Richtung man geht. Und ich bin übelst gespannt, was wir dann hier als nächstes dann in welches Zeitalter wir dann gehen können. Das ist halt ein bisschen anders gemacht. Dann hier mit diesen Domains, das ist auch anders als, ich weiß gar nicht, kenne ich da irgend so ein Spiel, wo das auch schon so dargestellt ist, dass man halt unterschiedliche... Wie kann man Domains übersetzen? Unterschiedliche Sparten hat. Und von diesen Sparten aus kann man dann... Ja, interagieren, also Interaktion setzen. Wie zum Beispiel hier noch einen Scout holen. Man muss dann die Einheiten halt nicht produzieren. Hier kann man eine Armee holen, beziehungsweise Freiwillige, Volunteers heißt das Freiwillige, glaube ich, ja. Und so weiter und so fort. Auch das mit den Siedlern. Dass man über Regierungspunkte Siedler holen kann. Und wahrscheinlich wird man dann später hier noch mehr haben, was man mit Regierungspunkten machen kann. Also man kann schon direkt mit diesen Ressourcen hier ins Spiel eingreifen. Das finde ich auch nicht so schlecht.
Was ich nicht gut finde, ist der Autobattler. Bums aus Ende. Ich bin Rundenstratege. Warum macht man es nicht, dass man nicht Schlachten rundenbasiert abhält? Oder man soll es gleich so machen wie bei Civ. Dass da einfach dann das Ergebnis dasteht. Ich würde mir wünschen, dass man den Autobattler ausschalten kann. Ich hoffe, das wird noch implementiert. Das muss ich dann im Endeffekt nicht sehen. Wer es sehen will, soll es einschalten. Bums. Und wer es nicht sehen will, der soll es ausschalten können. Man kann ja ohnehin, also das ist ja, wenn man jetzt eingreifen könnte, wisst ihr, in diesen Autobattler mit irgendeiner Mechanik, dann würde ich es ja verstehen, dass es einen den da anzeigt. Aber man kann ja nicht eingreifen, man guckt halt nur blöd zu. Also bitte abschalten. Also abschalten können. Das wäre nicht schlecht. End of Turn, ja, aber erst in der nächsten Folge. So, genügend gequatscht. Habt ihr wieder ein bisschen Futter. Wann das nächste Video kommt, ich weiß es nicht, Leute. Ich versuche es so schnell es geht zu machen. Ihr wisst, Abo dalassen, ganz wichtig, dann verpasst ihr kein Video. Wir sehen uns morgen. Nee. Ja, das sage ich bei Let's Plays. Wir sehen uns morgen wieder. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, bye bye, euer Sadu.